So, okay, nächster Teil des großen Interviewabends des FKB-Fanmagazins. Wie ist dein Name bitte? Hallo, ich bin der Michael. Hallo. Jetzt in einer Stunde steht die große Auslosung an. Wir sind natürlich alle total gespannt. Was für Gegner wünscht ihr dann von der FKB? Ja, das ist das Problem. Ich habe leider keine Ahnung von Fußball. Gut, das sind wir schon zu zweit. Ich spiele es trotzdem. Ich habe es noch nicht aufgegeben. Aber, ja, wie gesagt, nicht so Wunschgegner, wo du sagst, deine Gegner würdest du mal gerne in Bamersen sehen. Ja, sagen wir mal so. Ich würde mal gerne sehen, wie der FKB gegen Kaiserslautern spielt. Weil es gibt ja sehr viele Fans hier von Kaiserslautern und vom FKP und ich denke schon, dass da verschiedene Meinungsverschiedenheiten sind. Ja gut, an dem Punkt sage ich jetzt wohl besser nichts. Aber ich denke, du treffst heute mit genau der Nachricht auf den Kopf. Und ja gut, heute haben wir jetzt verloren. Was erwartest du noch von dem Obenthalt? Ja, ich denke mal, dass es hier voll wird, dass auch einige Personen voll werden. Vor allem auch die früheren Gäste. Und ansonsten sehen wir mal, was passiert heute Abend. Gut, okay, in diesem Sinne, das ist ein ganz gutes Motto. Wir machen jetzt eine Interviewpause bis nach der Auslosung, weil ich dann hoffe, dass wir vielleicht die Niederlage von Admira vergessen und uns über super Gegner freien können. Und nochmal zurück in die Redaktion.